Ja, das war jetzt nicht so schwierig. Auch wenn die Anweisung abgehackt war. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Not until I see it first. You know the rules, Dad. Max, tell him. Whoa, hey. You look totally pale. Are you okay? Yeah. I just... Yeah, I'm fine. Okay, Chloe. Give me the thumbs up or thumbs down. Well, I might just allow this one into the family album. You're the boss. What is this? But not the cook? William is here. Hint, Daddy. Yes, and we can't. Chloe is just a kid. And serve us slackers. Am I that far back in time? You mean pancakes? In France, they call them crepes. I'm 18 years old. Okay, that's crazy. How? We. I volunteer to break the eggs. Do you remember how many eggs? Mom said it depends. That's true. So, how many eggs? Don't you dare question the chef. Right. Man, I remember Chloe reading this. But not after today. Ja, das ist jetzt irgendwie ein bisschen abgespaced, ne? I am, when your mom is away. I'll let her know that. What a mess we made. I remember those cool drawings I did with Chloe. Ja, ich muss nur irgendwie ein Foto machen können, ne? Chloe was so into manga. Nice hair. Ich hör, da weiß man nicht mehr, wo sie die Haare hat, ne? Ich muss halt von hier ein Foto machen, eigentlich. Mom said it depends. Von den beiden. So, how many eggs? Don't you dare. Chloe is just so damn happy and carefree. I love William like he was in my own family. I won't let him die today. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Tip top. Ja, ich fürchte, wir werden wohl zwei verpasst haben, leider. Aber das ist nicht so schlimm. Ich glaube nicht, dass wir hier eins von den beiden finden. Aber das ist auch, wie gesagt, nicht so schlimm. Wo waren wir denn jetzt hier? Heute fand ich endlich heraus, was sich in Davids Geheimakten verbirgt. Und ich muss sagen, ich hatte Schlimmeres erwartet. Ich bin erleichtert, dass dem nicht so ist. Und ich bin vielleicht nachsichtig mit ihm, als ich sein... sollte. Kein Wunder, dass er detaillierte Akten zu Kate und Rachel mit Bildern zu ihren Aufenthaltsorten hatte. David steht noch auf meiner schwarzen Liste. Aber er ist ein guter Detektiv. Frank und Rachel hatten eindeutig eine Art Beziehung und ich glaube nicht, dass Chloe das gern hören wird. Sie muss aufwachen. Wir alle. Als David heimkam, eskalierte es sehr schnell. Er wirkte aufgebrachter als sonst, zuckte aber nur mit den Schultern, als er mich in Rachels Sachen sah. Er war gereizt. Vielleicht werde ich den David, den Joyce so liebt, nie sehen. Sie und Chloe gaben ihm ordentlich eins mit. Das war das erste Mal seit Jahren, dass die beiden sich einig waren. Mein sechster Sinn sagte mir, jemand müsste David verteidigen. Nur dieses eine Mal. Ich glaube einfach nicht, dass wir genug Beweise haben, ihm alles für alles die Schuld zu geben. Ja, er belästigt Leute und hat einen Überwachungsfetisch, aber er scheint Informationen für seine eigene Ermittlung zu sammeln. Die mysteriöse Max weiß, das zu schätzen und hofft, sein Material nutzen zu können. Ja, das war ja meine Intention, ne? Trotz Davids Beweisen und dem Armband weigerte Chloe sich zu glauben, dass zwischen Rachel und Frank was lief. Das mag ich an Chloe nicht. Sie wird verflucht störrisch, wenn sie ihren Willen nicht bekommt oder wenn sie etwas hört, das ihr nicht gefällt. Übelstes Leugnen. Ich verstehe, warum, aber das macht es nicht einfacher. Also schlug ich vor, uns Franks Wohnmobil anzusehen. Ich wusste, das würde Chloe sauer machen und sie würde alles tun, um seine Beziehung zu Rachel zu ergründen. Aber erst brauchen wir die verdammten Schlüssel. Also mussten wir
ins Two Whales Diner und zwischen Frank, Nathan und Wachtmeister Barry hin und her zockeln und sie alle verschaukeln. Mir wird jetzt noch schwindelig, wenn ich daran denke, wie ich das durchgezogen habe. Hurra für Max. Manchmal glaube ich, ich schummle mich durchs Leben. Nee, Chloe schummelt dich durchs Leben, nicht du dich. Aber das ist was anderes. Als erstes mussten wir Franks Hund aus dem Wohnmobil schaffen. Also zogen wir die klassische Cartoon-Nummer mit dem Hundeknochen ab und Cujo wurde zu Scooby-Doo. Franks Wohnmobil enttäuschte nicht. Moderner Müll eines Dealers. Aber nicht so sehr Serienmörder wie befürchtet. Wir durchwühlten ihn und fanden, was Chloe nicht finden wollte. Es tut mir leid, dass Chloe die Bilder mit Rachels Posen für Frank sehen musste, auch wenn ihr wirklich etwas an ihm lag. Für sie ist es ein weiterer Betrug. Noch ein geliebter Mensch, der sie im Stich lässt. Sie hat auf die eine oder andere Art alle verloren, die sie je liebte. Nur ich kam zurück. Wofür? Um ihr Leben noch schmerzhafter zu machen? Könnte ich doch bloß bis zu dem Tag zurück, an dem ich voller Mehl war. Das Leben war einfach. Ich fand Chloes Waffe, oder eher Davids, und gab sie ihr nicht zurück. Ich glaube ehrlich nicht, dass sie sich damit beschützen kann, zumal sie sich mit ihr so idiotisch benimmt. Aber ich will auch nicht, dass Frank Chloe verletzt, also muss ich es verhindern. Ja, also wir haben die Waffe ja da schön liegen gelassen. Weil ich glaube, dass es nicht gut für Chloe ist, ja? You can see the bond between Chloe and her father. And the love. Now this is a photo. Joyce loves William so much. Viel Glück, mein Liebling. Wir sind so stolz auf deine Beförderung. Du bekommst eine Woche lang Two Whales Waffeln in deinem eigenen Haus. Deine liebe Ehegottin. Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. I know they never took that big vacation. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She don't have bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. He'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. That's a cool snow dough. Ja, stimmt. Auf dem heißen Kamin regnet, also es ist genau wie, ne? Aha. You can't hide from me forever. Yes, here's the Two Whales number. Now I can warn Joyce. Oh. Sorry, wrong number. Max, come on, you know better than that. Hello? Hey, honey. Just making a... Hey, wo ist das Telefon? Hello. Hi, could I please talk to Joyce Bryce? Oh, she left? Damn. Are you sure? Okay, sorry. Thanks. Okay.
disconnected. Ja. Aber verändere ich jetzt nicht alles? Hey, honey. I have no idea why the home phone didn't ring just now. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work for two whales. Jetzt hat er ein Handy. Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Excuse me, ladies. I have to go rescue yonder queen at the Save Mart. She doth have many bags of delicious grub for us to feast upon. You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund. Keys, please. Score. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar. You're bankrupting me. I knew this thing would come in handy. Why are my keys under here? And no Chloe and Max wine tasting session. Das wusste ich nicht. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Ja, das ist jetzt richtig doof gelaufen, ne? Aber ich kann zurück, okay. Das Problem ist. I have no idea why the home phone didn't ring just now. I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work for two whales. Das ist nicht das beste Versteck, ne? I'm just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work for two whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Excuse me, ladies. Nee, er wird jetzt die Schlüssel nicht finden, weil sie haben wir jetzt rausgeworfen, ne? I know I had those keys right here. I know it. Forgot all about you, little buddy. Release the keys. Of course. Last time I ordered from Spy Guy Electronics. You can take the bus, right? The stop is right down the street. This I can do. Good call, Max. Oh yeah, the bus is great. It comes every 15 minutes and there'll be plenty of room for you and Joyce and groceries and it'll save the environment. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome. We are awesome. Sind wir das? Wir haben gerade auf jeden Fall, glaube ich, ganz ordentlich die Geschichte verändert. Aber vielleicht ist Chloe jetzt ein bisschen netter. Vielleicht mag ich Chloe jetzt ein bisschen mehr. Hello, are you even listening, Maxine? Max,
Never, Maxine. I know. Sorry, Mad Max. You're not pissed at me, right? Right? Do you want to go hit the girls' potty and smoke a peace pipe? I think Max is high. She's acting like so weird. You cool, Max? Yeah, natürlich. You listened when I said we shouldn't let her in the vortex. Courtney, you don't want anybody in the club. Like, whatever, bitch. Warren, he hooked up with Stella? Oh no, this is totally fucked up. What else have I changed? Chloe. Kann ich das nochmal zurückmachen vielleicht? Weil ich mein, Warren scheint ja schon jetzt anders zu sein, ne? Boah, dann lieber die alte Zoe zurück, Chloe zurück, die ich nicht mag. Jetzt kann ich ja gar nicht mit Warren zusammenkommen. Ja. Toll. Gebracht hat's nix. Ah, es bringt nichts. Komm nicht weit genug zurück. Alter, denkt man, man tut einmal was Gutes, ne? Und dann nochmal sich selber in die Pfanne. Oh, ich hätte für Chloe das nicht machen sollen. Okay. Inzwischen sind es auch Wale an der Küste. Erstens Vögel, die von mir. Also erst der Schnee, dann die Sonnenfinsternis, dann die Vögel, jetzt Wale. Und sie mag uns immer noch nicht. Das heißt aber auch, dass wir, wenn das jetzt geklappt hat, dass wir alle unsere Beweise in die Tonne treten können, ne? Weil wir ja alles geändert haben dann. Max Caulfield. Taking a break after taking Seattle by storm, huh? We thought we'd never see you again after you left for the big city. No. I'd never do that to Chloe. Speaking of, I know she's been dying to see you. Hold on. Chloe, you have a visitor. Ja, und so richtig gut für Chloe war es offensichtlich auch nicht. Aber war das jetzt nur ein Traum am Ende oder... Oh, hier habe ich öfter, also das Geld liegen lassen habe ich. Ich bin oft in der, wo weniger Leute sind, ne? Storytechnisch.
hätte ich ein Zeichen hinterlassen können, das habe ich auch nicht gesehen. Aber ich möchte einmal hier in den Sammlermodus gehen, weil ich möchte wissen, wo habe ich denn die Fotos verpasst. Hier habe ich eins verpasst. Okay. Und im Diner, Tatsache. Okay. Da kann man abgucken, was andere Spieler gemacht haben, ja. Also das war das, was andere gewählt haben. Ich war jetzt oft in den 17%, also ich war oft in dem, was weniger gewählt haben.